Kein normaler Montagmorgen für Benjamin Afce. Er unterrichtet islamische Religion am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Ludwigsburg. Und heute wird auch die Kultusministerin im Klassenzimmer sitzen. Deshalb will er gut vorbereitet sein. Afces Fach steht in der Kritik. Er ist davon schwer enttäuscht. Weil die Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe, sowohl an der Schule als auch beispielsweise mit dem Unterrichtsfach und der Stiftung, weil die sich nicht decken mit all der Kritik. Auch die zuständige Ministerin Theresia Schopper findet die Debatte heftig. Ihr Ministerium arbeitet für den islamischen Religionsunterricht mit der Stiftung Sunnitischer Schulrat zusammen. Zur Stiftung gehören zwei Islamverbände. Sie entscheiden mit, was unterrichtet wird und wer unterrichten darf. Das kritisiert zum Beispiel sie, CDU-Politikerin Birgül Akpinar, sieht im Landesverband der islamischen Kulturzentren einen Verband, der eine erzkonservative sunnitische Ausrichtung lebt. Eine Ausrichtung, die meiner Ansicht nach nicht mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu vereinbaren wäre. Obwohl auch Akpinar weiß, dass es Kontrollinstanzen gibt. So überprüft zum Beispiel eine Schiedskommission die Entscheidungen des Stiftungsvorstands. Afce sagt, die Verbände beeinflussten ihn nicht. Er diskutiere gerne mit seinen Schülerinnen und Schülern. Dabei gebe es für ihn keine richtige oder falsche Haltung. Es zähle das Argument. Kultusministerin Schopper betont, die Stiftung hat ja auch Leute in ihrem Vorstand, die von uns auch berufen werden, die sozusagen jenseits der aus der Verbändezugehörigkeit bei uns mit im Gremium arbeiten, sodass wir da eine Pluralität auch haben. Aber da sind wir auch offen für Diskussionen. Heißt für weitere Verbände. Für CDU-Politikerin Akpinar ist klar, das Land muss vor allen Dingen eine Meinungsvielfalt in dieser Stiftung auch schaffen. Und das ist nur möglich, wenn jene, die einen liberalen Islam vertreten, hier auch wirklich ein Stimmrecht bekommen. Afce wünscht sich, dass Kritikerinnen und Kritiker mit ihm statt über ihn sprechen. Und dass die Öffentlichkeit weiß, dass wir beispielsweise problemorientiert unterrichten, dass es uns darum geht, junge Menschen auf ihrem Weg zu begleiten und sie zum Nachdenken zu bringen. Er hofft, dass sich durch weitere Gespräche das Bild des islamischen Religionsunterrichts in der Öffentlichkeit verändert.